kommen wir zu einem jungen Mann, der gestern die große Ehre hatte, in Dresden bei einem Benefizspiel mitzuwirken. Er hat, ich glaube, eine Minute bei Leverkusen gespielt, dann wurde er verletzungsbedingt ausgewechselt, wurde aber dann als Invalide bei Dynamo Dresden dann wieder eingewechselt. Meine Damen und Herren, hier ist Elton! Hallo! Elton, was war? Im Dynamo Dresden-Trikot. Nimm Platz. Das sind die Originale? Ja. Ohne Scheiß? Ja. Nicht irgendwo gekauft? Nein. Sorry. Noch eben in der Mikrowelle noch mal warm gemacht. Nein, ich werde bekloppt. Das sind die Original-Uli Hoeneß-Würstchen. Ja, so lecker. Die ich vor zwei Wochen bei Frau Frings, der Sekretärin von Uli Hoeneß, bestellt hatte. Und gestern war in Dresden das große Benefizspiel zugunsten der Flutopfer, wo du auch mit Rainer Kallmund Würstchen gegrillt hast. Richtig. Mhm. Wobei ich habe natürlich mehr gegessen als gegrillt. Ja. Das sind die Original-Uli Hoeneß-Würstchen hier? Ja. Die es im Aldi gibt? Ja. Und das war doch ganz gut, oder? Die sind lecker. Und ich, bin vom Fach. Das stimmt. Ja. Deswegen war Frau Frings aber auch merkwürdigerweise nicht irritiert, als du grobe Nürnberger Bratwürste bestellt hast, weil es gibt ja keine grobe Nürnberger. War ja nur so ein Scherz. Natürlich. Mhm. Die sind aber wirklich gut. Muss man, habt ihr eben noch gebraten hinten? Ja. Was kostet da die Packung beim Aldi? Ich hab mich draufgesetzt. Was kostet die Packung beim Aldi? Ich weiß es gar nicht. So, die müssen ja nur so, ich sag mal, 2 Euro vielleicht. So ein 20er Pack. Ja. Ich gehe ja nicht beim Aldi einkaufen. Mhm. Ein bisschen weniger Salz, Herr Hoeneß. Wenn Sie uns zuschauen, ein bisschen weniger Salz könnten Sie da rein. Wollen wir uns nicht mal jetzt bitte meine starken Szenen angucken, die ich noch hatte gestern? Und du hattest starke Szenen im Spiel? Ja, hatte ich. Echt? Ja, ich durfte ja dann noch mal für Dynamo Dresden ran und da habe ich mal den Leverkusener Profis gezeigt, was hier ein richtiger Fußballprofi ist. Da bin ich aber mal gespannt. Soll ich die hier lassen oder wieder mitnehmen? Nö. Lecker Hoeneß-Würstchen. Da geben wir gleich hier dem Kollegen von der, FDP, von den jungen Liberalen, der kriegt auch noch ein Würstchen mit. Die sind aber echt lecker. Sag ich doch. Haben wir guten Abend gegessen. Und du hast, wie viele Würstchen habt ihr da verscherbelt? Ich weiß nicht, es waren insgesamt, du hattest ja einen Zentner bestellt, der Hoeneß hat noch einen Zentner reingepackt, der Kalli hat noch einen Zentner bestellt. Wir haben noch einen Zentner extra oben drauf gelegt. Das war also, naja, ich habe ja nur schon 25 Würstchen gegessen. Wie? Und der Kalmhund hat auch irgendwie so 35 Stück gefressen. Die Schlange wurde immer länger. Hat das, hat das bewandt, dass du sagst, ich hab 20 Stück gegessen und Kalmhund hat 35 gefressen? Nee. Scheiße, du hörst doch auf alles, ne? Ja, natürlich. Wie viel Geld zusammengekommen ist, möchten wir noch wissen. Das weiß ich leider nicht so. Insgesamt, also in der Halbzeit wurden 200.000 Euro überreicht. Da waren aber noch nicht die, das Eintrittsgeld drin. Es waren ja 30.000 Leute da im Stadion. Boah. Und wenn ich jetzt irgendwann mal abheben sollte, ne? Ja. Was war das? Die alte Erich-Honecker-Kampfbahn oder was? Wo hat das stattgefunden? Nee, Rudolf Habich heißt das, glaube ich, das Stadion. Ich darf jetzt bloß nichts Falsches sagen. Mhm. Und 30.000 Leute haben mich da tatsächlich gefeiert. Ab der 75. Minute saß ich auf der Dynamo Dresdner Bank. Ja. Und dann hat die Kurve geschrieben, wir wollen den Elton sehen. Und das war echt klassisch. Der Trainer kam zu mir rüber. Mach dich mal in der Kurve warm. Habe ich so ein Leibchen gekriegt und musste dann in der Kurve da mal Dehnungsübungen machen und sowas. Ja. Das war schon schön. Das sah bestimmt lächerlich aus, oder? Ja, es wurde zum Glück auch nicht gefilmt. Echt? Die Leute haben dich gefeiert? Ja. Obwohl du überhaupt nichts drauf hast? Wir haben viele Fans da drüben und die haben sich auch wirklich alle bedankt. Jetzt mal drüben? Spaß. Wir haben viele Fans drüben, ja. Sehr gut. Ja. Jetzt gibt's gleich wieder eine Krise. Ja. Nee, aber wirklich, das war eine super Aktion. Und nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Nee, jetzt mal ohne Quatsch. Ja, okay. Das war, ist ja eine ernste Sache auch gewesen. Und aber das Allergrößte war, Rudi Völler hat sich der dafür... War auch, den hast du auch kennengelernt? Ja, ja. Ich werd bekloppt. Der hat sich dafür entschuldigt, dass wir in Japan überall rausgeschmissen wurden. Ihr? Mhm. Bei den Pressekonferenzen? Mhm. Ach so, als du da warst, hat er sich bei dir entschuldigt? Ja. Oh, der ist aber nett, der Uli Völler. Der Rudi Völler. Der Uli Völler, ja. Nee, wirklich nett, der Rudi Völler. Da muss man wirklich... Können wir mal einladen. Ja, den können wir mal einladen. Ja, toll, dass du uns deine Erlebnisse erzählt hast. Dann sehr gerne. Bleib weiter so fit, wie wir dich da gesehen haben. Ja, aus dir wird bestimmt noch ein großer Leistungssportler. Ja. Vielen Dank, Elton. Da nicht für. Elton, meine Damen und Herren. Tschüss.